Wie schaffen die das bloß immer? Eine Frage, die sich oft stellt, wenn es um den Sportclub aus Freiburg geht. Alle Jahre wieder geht es im Breisgau um den Klassenerhalt. Und seit 3 Jahren bleibt der SC auch erstklassig. Und das, obwohl jeden Sommer Leistungsträger den Verein verlassen und die finanziellen Möglichkeiten beschränkt sind. Die sportliche Bilanz in der neuen Saison verblüffend. Verblüffend gut. 2 Siege aus 2 Spielen, 6:1 Tore, Tabellenplatz 2. Genießen mit Vorbehalt. Natürlich haben wir erst den 2. Spieltag gespielt und die Breisgauer müssen sich den Platz auch mit RB Leipzig teilen. Und dennoch ist die Saisonstart beachtlich. Es ist der historisch beste in der 20. Bundesliga-Saison. Und die Mannschaft von Trainer Christian Streich ist längst noch nicht an ihrem Leistungsmaximum und hat dennoch optimal gepunktet. Noch besser wird es, wenn man sich den kommenden Spieltag anschaut. 4 der nächsten 6 Gegner befinden sich sportlich auf Augenhöhe mit dem Sportclub. Voraussetzungen, um diesen Saisonstart auszubauen und eventuell auch schon den Grundstein zum Klassenerhalt zu legen, der wie jedes Jahr das Ziel des Sportclubs ist. Der Freiburger Erfolg trägt unter anderem auch seinen Namen, Luca Waldschmidt. Seit er in Freiburg ist, geht's für den 23-Jährigen steil bergauf. 12 Scorerpunkte in der vergangenen und schon 3 in dieser Saison. Eine starke U21-Europameisterschaft und jetzt von Joachim Löw in die A-Nationalmannschaft berufen. Waldschmidt in dieser Saison auf dem Weg vom Top-Talent zum Top-Star? 2019 ist das Jahr des Luca Waldschmidt. Nach seiner ersten stabilen Bundesliga-Saison im Trikot des SC Freiburg hat der Torschützenkönig der U21-Europameisterschaft nun seinen vorläufigen Höhepunkt erreicht, die erstmalige Nominierung von Joachim Löw für die A-Nationalmannschaft. Das muss aber nicht das Ende der Fahnenstange für den talentierten Offensivmann sein. Dennoch muss er sich jetzt auf höherem Niveau und bei stärkerer Konkurrenz beweisen und vor allem im Bundesliga-Alltag sein Niveau der Vorsaison halten und bestenfalls noch ausbauen. Dann steht ihm eine große Zukunft bevor. Klar, die Saison hat gerade erst begonnen. Aber im Breisgau genießt man die Momentaufnahme. Und vielleicht wird sich Fußball Deutschland am Ende der Spielzeit einmal mehr die Frage stellen, wie sie das bloß schon wieder geschafft haben.